Ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Tekken. Wir spammen weiter Buttons und hoffen, dass wir irgendwie damit Kämpfe gewinnen. Wir sind im Moment in der zweiten Liga, haben offensichtlich diese Runde die Chance auf Platz 33 und die Leute beginnen langsam Suicune zu spammen, habe ich den Eindruck. Mal gucken, wie es läuft. So, ich nehme wieder Psyana und Nachtara, haben sich ja ganz gut bewährt letztes Mal. Ich habe schon wieder gefühlt eine Ewigkeit nicht gespielt hier. Und muss deswegen gucken, ob ich noch klarkomme. Okay, andere Frage, bin ich vorher klargekommen? Nicht wirklich, also. Meine krassen Skill-Based-Kombos brauche ich. Na toll! Dafür spiele ich das Game nicht, falls du es mitbekommen hast. So, das müsste dann... Nee, reicht noch nicht. Es ist super, mit dem Move zu töten, der eigentlich nur zum Heilen gedacht ist. Vor allem, weil ich immer noch nicht weiß, wie genau man den ausführt. Ich glaube, zur Seite und Y. Ich dachte irgendwie, das wäre oben und... Ja? Hä? Ich drück aber immer zur Seite und Y, wenn das kommt. Get grabbed, Motherfucker. Oh, seit wann können die das blocken? So, kleine Combo. Paar Hits. Und ich krieg noch genug auf die Schnauze von ihm. Für ihn zum Glück. Gut, er hatte seine Resonanzform, hat aber nicht wirklich was draus gemacht. 4 Sterne. Und neues Level. Joa, Button-Spamming funktioniert immer noch. So. Ich habe mir auch mal seit der letzten Folge das Roster vom Switch-Teil angeguckt. Und Alter, das hat halt schon deutlich coolere Pokémon. Aber naja. So, jetzt mal gucken und hoffen, dass wir auch das gut hinbekommen. Ich mag Suicunes Projektil nicht, muss ich sagen. So, meine Standard-Kombo. Boah, ich habe das Gefühl, meine Offensive ist heute gut. Ich meine nicht, als würde es viel machen, aber... Die. Ich habe das Gefühl, meine Offensive ist heute ziemlich nice für meine Verhältnisse. Ah, mies. Das macht dezent viel Schaden. Mein Grab landet. Das macht auch dezent viel Schaden. Und mein Limitschlag auch.
Ich weiß nur nicht, ob er tötet. Ich glaube nicht. Doch. Doch, der reicht aus. Joa. Heute läuft's bisher. Auch wenn ich diesmal nur 3,5 Sterne in der Offensive bekomme und keine 5. Naja, nächstes Level up. So, einfach nochmal das hier. Nächstes Suicune. Ist es danach eigentlich das erste Snibuna? Ich glaube schon. So. Oh, ich sehe die Ausschläge bei der Audio. Das muss wunderschön klingen. So. Mein Projektil ist krasser. Ach, close one. Ich muss endlich mal ein paar gescheite Hits landen. Mhm. Ah, mies, dass der so Attacken hat, die so hoch gehen. Ja! Ich benutze meinen Helfer und der hittet mich dabei mit einer Attacke, die mir gefühlt ein Viertel der Leben zieht. What the fuck? So, weg mit dir! Da bringt natürlich Psyana dann auch sehr viel. Wenn ich es einsetze, das heilt mir gefühlt 10 HP und ich nehme dafür 200 Schaden. So, jetzt lande ich wieder meine Grabs und meine ganzen Kack-Moves. So, der Special Move hittet, wird nicht so viel machen, vermutlich. Oh, jawohl, ich bekomme wirklich auch noch... Ja, gebumst. Ich bekomme wirklich, wenn beide im Resonanz sind und ich Nachtara einsetze, verliert er fett von seinem Resonanzlimit und ich bekomm's dazu. Also, das ist auf jeden Fall praktisch. So, nächstes Level up. Wir nehmen wieder Angriff. So, stärkster Gegner diese Runde. Snibuna Doris. Jetzt mal gucken, also der Kampf gerade eben war auf jeden Fall von mir nicht so toll. Aber komm, wir können das doch packen. Ich glaube wirklich, das ist das erste Snibuna. So, paar Hits. Jawohl. Ja, ich werde wieder fett gehittet. Nein, werde ich nicht. Weil ich vorher das Shield hochbekomme und den Gegner wegmach. So. Ah, er hat volles Resonanzlimit, ich nicht. Oh, beide! Na komm, lass dich kombon. Und grabben. Oh, ist dein Resonanzlimit etwa schon weg? In der Duellphase trifft man den Limitschlag nochmal so viel einfacher. Wenn der Gegner da gerade nicht in der Luft ist, dann ist das halt ein Safe-Hit.
toll. So. Oh, meine Offensive ballert heute. Ich krieg da die ganzen Punkte. So. Ja, das haben wir relativ gut geschafft, würde ich mal behaupten. Dann jetzt noch die letzte, der letzte Kampf dieser Runde. Und es ist mal wieder ein Suicune. Mann, was eine kreative Idee. Die werden echt sehr, sehr kreativ hier gerade. Oh, da kam der Move. So, ich catch das. Oh mein Gott, das hat viel Damage gemacht. So. Das ging wieder relativ schnell. Nicht sonderlich problematisch. Und der Typ hat ja gar kein Resonanzlimit. Dann würde ich sagen, nehmen wir ihm auch noch das letzte bisschen weg nach Taragon. Danke. So, dann landen wir den Grab. Machen damit hier Damage. Landen dann den Limitschlag. Und er hat's geblockt. Macht noch bisschen Damage. Bisschen viel Damage. Darf ich mich jetzt auch wieder bewegen? Danke. Tschüss. Ja, da hat er am Ende nochmal ganz gut performt. Aber hat halt am Anfang viel zu sehr auf die Fresse bekommen in der zweiten Runde. Meine Defensive wird dafür aber auch 2. Ich meine, die Wertungen sind mir halt schon relativ schnuppe, reichen tut's. So, und damit Platz 33. Wir bekommen noch ein bisschen Kohle. Bisher immer noch kein Match, das man gewinnen soll, verloren. Das Shadow Mewtwo Battle zählt da nicht. Und jetzt können wir auf Platz 23 steigen, wenn wir es gescheit anstellen. Und wow, nur ein Suicune. Es ist innovativ. Oh, aber ich glaube, Machomai hatten wir auch noch gar nicht. Langsam müssten wir dann doch alle Pokémon gehabt haben, oder? Also viel kann doch echt nicht mehr fehlen. So. Gefühlt hat man zum Anfang des Kampfes 2 Hauptoptionen, habe ich das Gefühl. Weil entweder man schmeißt ein Projektil oder man versucht mit einem Counter das gegnerische Projektil zu lesen. Ich meine, natürlich kann man das auch, kann man auch einfach schillen oder sowas, aber... Ich nehme immer eine der zwei Optionen, die ich gerade sagte. Ja, ich wollte ihn zwar eigentlich am Ende grabben und hab das irgendwie nicht geschissen bekommen, aber trotzdem haben wir es sehr gut. Er schafft die Runde 1. So. Scheiße, falscher Button. Das ist jetzt natürlich super. Jetzt haben wir nach Tara nicht mehr. So, der Grab landet aber wieder. Macht viel freaking Damage. Was? Der war in fucking Invincibility. Wow, jetzt ist mein Limitschlag ins Nichts gegangen. Aber wir haben es trotzdem geholt, wenn nicht gerade glorreich. Ja,
Dass der Limitschlag so mies daneben gegangen ist, war halt bitter. Trotzdem kriege ich noch 5 auf die Offensive. Ich habe das Gefühl, um 5 auf die Offensive zu bekommen, muss man einfach... Wow, ich bekomme jetzt Anfänger, wo ich schon längst... Untalentierter Trainer. Joa. So, Platz 29, Vidas Nibuna. Also, ich glaube, für offensive gute Bewertung darf man einfach nur nicht die ganze Zeit denselben Move spammen. Ich habe immer noch meine 100er Winrate, sieht man. Also, wenn ich das bei einem Gegner sehen würde, dann wäre ich scared, aber... Hi. Meine Billo-Kombo funktioniert. Oh, Keck. So, Psyana, gönn mal. Oh Gott. Gott, ey, das war nochmal scary. Eigentlich war es nicht so schlau von ihm, sein Resonanzlimit jetzt im ersten Kampf direkt komplett auf den Kopf zu hauen, aber er hat's damit nochmal knapp gemacht. So, da landet der Grab. Mein Limit endet gleich, Digga. Das ist noch fast halb voll. Und der Limitschlag trifft diesmal. Das dürfte eigentlich finishen. Nachtara hat diesmal gar keinen Einsatz bekommen, aber ja. So. Damit dürften wir eigentlich ja den 29. Platz zumindest schon recht sicher haben. Aber ich will auch schon die 23 in diesem Durchgang. Dann müssten die 2 folgenden Runden schon reichen, damit ich, yay, Glücksbonus, damit ich ins Turnier komme. Das ist ja ein schöner Titel. Danke, Spiel. Den nehme ich bestimmt rein. Narzisst. Ja, Platz 47. Was willst du? Get on my level. Ja, ich bleib bei Nachtara und Psyana. Ich habe überlegt, vielleicht mal wieder auf mein altes Serpifeu Lapras-Team zu gehen, aber... Und Joey mal wieder ein Suicune. So, meine billige Combo. So. So, jetzt lande ich den Grab, das dürfte finish. Nö. Danke. Die 4 HP waren jetzt auch nicht mehr nötig. Psyana ist zwar jetzt im Prinzip verschenkt. Allgemein, die Helfer nutze ich gerade gefühlt nicht. Ey, du Keck. Hör auf, mich anzugreifen.
Mich juckt's nicht, dass das ist, wie dieses Spiel funktioniert. Es ist einfach unhöflich. Bringen wir ihn um. So, damit dürfte sein Limit auch weg sein. Ich gönne mir mal die Limit-Power, die da ist. So, und dann gibt's noch eine Schelle. Und wir haben mal wieder gewonnen. Und Gewaldro fühlt sich deswegen perfekt. 4,5 Sterne. Offensive und defensive ballern diesmal. Jawohl. So. Platz 23 wieder Snibuna. Jetzt geht's ab. Stimmt, hatten wir Lucario schon? Ich bild mir ein, aber... Naja. Auf jeden Fall werden wir das Ding jetzt hoffentlich gewinnen. Zeig, was du kannst. Auch ein toller Titel. Die Titel in diesem Spiel sind so ein Bullshit, Alter. Das glaubt einem keiner. So, Grab zum Kampfbeginn. So, ich habe das Gefühl, Grab ist sehr gut zum Get-Ups-Catchen. Ja. Irgendwie ist das Match gerade ein bisschen langsamer. Wir sind einfach beide mal ein bisschen defensiv. Ich und der Gegner. Uff, das sieht mies als Kill aus. Oh, er hat volle Resonanzleiste. Ich nicht. Oh, der Hit, der kriegt auf die Schnauze. Er kriegt auf die Schnauze, Leute. Platz 23, was? Get outplayed. Ja, ich glaube, der war... Ja, die Wertungen sagen nein. Ich fand den Kampf aber gut. So, reicht nicht für ein Level-Up. Aber, kennst du eigentlich das merkwürdige Mewtwo? Ich hasse es, wie das nach random Kämpfen kommt, Digga. Ich will immer diese kleinen Trainer-Texte skippen und dann kommt auf einmal Story. Ja, ich wurde hier von ihm angegriffen, das ist noch gar nicht lange her. Fand mich urplötzlich an einem total seltsamen Ort wieder. Verrückt, wir haben alles gegeben, aber gebracht hat's nix. Als sie ihr Limit auslösten, waren wir tot. Selbst nach dem Kampf hielt der Limitzustand an. Dann war ich auf einmal wieder hier. Ich kann mir ehrlich gesagt immer noch keinen Reim auf die Sache machen. Hm, das klingt etwas anders als das, was wir erlebt haben. Bei uns war das so, nach dem Kampf löste sich der Limitzustand auf. Als sie verschwanden, war es ganz normal, oder? Warum wohl dieser Unterschied? Wie auch immer, ich kann nicht glauben, dass ein Pokémon ohne Grund ein anderes anfällt. Liegt es vielleicht an dem Stein in der Schulter oder hat es doch mit dem Mädchen zu tun? So, juckt mich gerade wenig, ich will jetzt Furries verprügeln. Es ist wieder auch schöner Out-of-Context-Bullshit. Ab geht's, Lucario. Letzter Kampf dieser Runde und dieser Folge. Ich schenke euch noch ein bisschen schöne Audio, weil ihr wollt das hören, ich weiß es. Leugnet es nicht! Ja, das ist das Problem. Hätte ich jetzt gecountert, das wäre schön gewesen. Okay, da ist mein Counter einfach nicht rausgekommen, habe ich das Gefühl. Boah, ich drücke gerade nur die falschen Buttons. Und dementsprechend läuft der Kampf auch. Na, das wird mein erster Game-Loss.
Das wird sowas von mein erster Game Loss. What the fuck? Ich mach ja gar nichts. Ja, Digga, der lässt mich aber auch nicht. Komm, ey, wir verlieren dieses Set nicht. Okay, wir landen Grab. Okay, schöner Hit. Und wir haben es noch geholt. Verpiss dich. Sehr schön. Resonanzlimit ist auch bei beiden voll. Das war nicht gut. So soll's nicht weitergehen. So. Dieses, einfach dieses ganz normale X-Drücken ist auch so broken, Alter. Das macht fast die Hälfte. Und der hat anscheinend echt keinen Bock auf sein Limit. Oh, wieder diese scheiß Invincibility. Nicht thrown. Okay, sein Resonanzlimit war auch schon wieder fertig. Digga, aber wie oft wollen die Gegner jetzt meinem Limitschlag in letzter Zeit dadurch ausweichen, dass sie ihr eigenes Resonanzlimit auslösen und sich damit Invincibility gönnen? Das nervt ein bisschen. Aber gewinnen tun wir trotzdem. Und bekommen noch ein Level up. Ja, das ist auf 6. Dann haben wir alles auf mindestens 6. Und wir steigen auf Platz 23. Das heißt, beim nächsten Mal könnten wir eventuell das Turnier bestreiten, wenn es schnell geht. Also, wenn euch diese Folge von Pokémon Tekken gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und oder Abo da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder. Bis bald und ciao.